Moin, seid ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 3. Wir haben im letzten Part Morasul von, wie man sieht, den Assassinen befreit und machen uns dann heute dran, hier den Rest der Stadt noch eben nach Loot zu erkunden. Ach, guck mal, da kommt auch der Schatten wieder zurück. Ehre. Und ja, danach geht's dann endlich mal ab nach Nordmar. Ich muss gestehen, ich freue mich auch jetzt dann doch wieder mal auf ein bisschen Abwechslung. Zack. Hier ist noch ein bisschen Gold. Komm, gib her damit. Genau. Aber bevor es natürlich losgeht, müssen wir dann eben den Rest der City hier noch looten. Ich versuche mich dazu beeilen, dass wir da möglichst schnell durchkommen. Aber man will ja auch nichts zurücklassen, ne? Das ist nun mal wieder dies. Ist hier oben irgendwie was? Da war noch ein Gebäude. Ich werde das eh nicht alles finden, das sage ich euch jetzt schon. Da ist nichts drin. Da waren nur so Gefängnisstäbe. Da ist auch nichts drin. War ich hier schon drin? Nein. Gold, Pfanne, Krug. Dann können wir einmal hier seitlich hoch. Zack, zack. Da war hier dieses Gebäude. Da gibt es noch eine Metalltruhe. So ein bisschen Gold, das so klein zusammengestapelt für uns. Ehre. Direkt da so hingestellt, damit wir uns das gleich weggreifen können. So lobe ich mir das ja. Da ist noch ein bisschen Gold, okay. Da noch ein Korb. Mit noch mehr Brot. Also ich glaube, Brot haben wir inzwischen, glaube ich, wirklich genug, ne? 50 oder so war gefordert. Ich glaube, das sollten wir inzwischen voll haben. So, was haben wir hier noch? Wasser, Brot. Wasser. Okay. Dann geht's hier nochmal hoch. Dietrich liegt hier einfach so rum. Gucke mal da. Und jede Menge Schnapsflaschen. Ich sag euch, der hat sich da nicht nur den komischen Seelenkelch hingestellt. Der hat sich auch ordentlich ein bisschen was an Schnaps reingeballert, um gut zu liegen, ne? Aber ich sag dir, ein alkoholisierter Schlaf ist kein guter Schlaf. Man schläft zwar, aber schön ist das nicht. Ne? Deswegen kann ich nicht, also meine Empfehlung nicht zu empfehlen. Ja. So, dann gehen wir nochmal da rein. Mit dem ganzen Hin- und Her gedreht der Kamera wird mir langsam ganz wummerig, ey. Alter Mann. So, hier geht's nochmal hoch. Da noch eine Metalltruhe. Nehmen wir alles. Okay. Dann einmal darüber. Das nehmen wir auch alles. Okay. Oh, hier. Noch mehr Gold. Okay. Ich glaube, es wird langsam dunkel. Langsam bricht der Abend an. Hier noch irgendwas drin? Nee. Okay, Wasser, ein paar Fläschle. Da ist noch ein Korb. Ich muss mir erstmal ein bisschen Kaffee reinorgeln. Also wie viele Waffen wir am Start haben. Heftige Scheiße. 110 Assassinenschwerter. Durch zwei, weil die ja immer mit zwei rumäumeln. Wisst ihr Bescheid. So. Oh, bei dir ist gut? Lass dich nicht unterkriegen. Nee, du, keine Sorge. Ich habe die ganze Wüste befreit. Ne? Jetzt gibt es hier keinen Grund mehr, Angst zu haben. Ich bin ja quasi der König der Wüste, ja? Sobald so ein Ska-Lied anfange zu singen und ein paar Hyänen um mich herum hab, dann läuft die Kiste doch, oder was? Seid bereit. Auf geht's. Wein, Gold, noch eine Metalltruhe. Abgebrochen. Ja, da gönnen wir uns alles. Gebratenes Fleisch. Ich frage mich halt auch mal, wer legt sowas so schön gebratenes Fleisch? Wer legt denn sowas in eine Kiste rein? Warum? Dank dir ist dir alles in Ordnung. Wenn ich das vom Grill oder von der Pfanne oder was auch immer raushole, dass das so richtig schön heiß ist und so gerade frisch kross und so, dann ist das doch lecker. Aber wenn ich so gebratenes Fleisch, na gut, okay, ich sag mal so.
Moin Leute, ihr habt's ja überlebt. Geilo. Jetzt steht ihr hier rum, wisst gar nicht, was wir anfangen sollen mit euch. Ne? Ihr seid frei, ihr könnt gehen. Die Assassinen sind geschlagen. Ich danke dir, Vater der Freiheit. Eines Tages wird die Wüste uns gehören. Hier, nimm dies, Befreier. Es soll dir auf deinen weiteren Wegen helfen. Ehre, danke schön, danke schön. 5 Heiltränke. Gut, okay, ne, ihr könnt hier weiter rumchillen, alles cool. War ich jetzt hier eigentlich schon drinne? Oder habe ich mich ablenken lassen? Ne, waren wir schon drinne wahrscheinlich, hoffentlich, vermutlich. Jetzt gehen wir erstmal in den Arena, gucken, was wir da so raussammeln können. Wein, kostet den Wein. Noch mehr Brot. Ich kann gerade einen richtigen Kaufmannsladen aufmachen. Ne? Ich habe alles am Start. Brot, Obst, Gemüse, alkoholische Getränke, Wasser. Also ich habe ein komplettes Kaufmannsladensortiment. Wenn wir hier fertig sind mit der Heldentuerei, die Welt befreit haben, die Orks weg sind, dann machen wir so einen kleinen Einzelhandel auf, oder? Mitten in Morasul oder so, irgendwo was Schönes. Oder Faring. Faring gefällt mir ja ganz gut an sich. So, Anga. Wie habe ich mich geschlagen? Mann, du hast es immer noch drauf, was? Ja, hallo. Ich gratuliere. Du bist jetzt der neue Champion von Morasul. Wird vielleicht doch Zeit, dass ich mich zur Ruhe setze. Hilft ja nix, ne? So, reinhauen. Reinhauen, Bruder. Ich muss mal hier noch ein bisschen looten, ne? Wunder dich nicht, die Assassinen, die sind übrigens alle tot. Ich habe die weggemacht, ne? Du kannst dich also jetzt hier wieder völlig frei bewegen. Abgebrochen. Nein, nicht ins Bett. Du sollst die scheiß Truhe aufmachen. Abgebrochen. Na also, sehr schön. So. Heal Gold. Ja, den ja nicht, ne? Jetzt geht das hier noch wieder so eine Schneckennudel hoch. Unfassbar. So viele Räume. Krieg ich die Mondklinge jetzt eigentlich auch wieder zurück? Ich wollte die immer noch Luna geben. Damit sie sich freut. So, dann gucken wir mal hier noch. Nein, da haben wir noch ein bisschen viel Gold und so. Er hat hier echt einiges an Gold angesammelt, aber lässt das einfach so rumliegen, ne? Schon, ich weiß nicht, ich würde das ja wenigstens wegsperren. Ja, also, keine Ahnung. Das ist immer echt Vertrauen, ne? It's based on trust, ich sag's euch. It's based on trust. So, gleich geht's mal bei Gonzales in die Hütte rein. Da bin ich mal gespannt, was der so alles gehortet hat in seiner Butze da. Seinem leicht dekadenten Palast. Okay, Girls, ihr seid frei, ne? Also du kannst jetzt gehen. Du solltest jetzt gehen. Alima, du bist frei, ne? Also er ist nicht mehr da, er kommt noch nicht mehr wieder. Also wenn du darauf wartest, dass er dich füttert oder so, wird ihm passieren. Ist durch, das Thema. Abgebrochen. Hunger, jetzt komm schon. Ja, also, alle guten Dinge sind drei, ne? Okay, ein bisschen Gold. Bis jetzt noch nichts Cooles. Also irgendwie so, noch nicht so spannend. Pult, langweilig. Schwere Truhe. Mhm. Ein Krummschwert und Amulett der Lebenskraft 20 plus. Stabile Metalltruhe. Oh, stabiles Gerät. Gut. Ja, dann, Alima, weitermachen, ne? Hau rein. Freut mich, dass du immer noch Spaß am Tanzen hast. Vielleicht tanzt sie erst recht jetzt. Das ist ein Freudentanz, dass sie komplett frei ist oder so. Wer weiß. Wer weiß. Hier ist noch ein Messer. Gut. Dann gucken wir nochmal hier rein. Das war's. Dann eben hinten noch einmal im Sklavenviertel. Na Leute, seid ihr fröhlich? Sieh zu. Okay, alles klar, danke. Hab dich gerne befreit. Sieh zu, dass du Land gewinnst, Junge. Verpiss dich. Sieh zu. Was ist mit denen denn die Rede, Alter? Was? Abgebrochen. Was ist da denn los? Also, gut. Abgebrochen. Junge. Was geht denn hier? Nehmen wir mal alles auf. Abgebrochen. Abgebrochen. Jasmin! Was willst du?
Ja, sorry, bist ein bisschen wütend jetzt, ne? Hattest so ein schönes Leben, dir ging's super, gehörtest einem richtig reichen Kaufmann, der jetzt ein bisschen angeschwollen, leicht angesenkt an der Straße liegt, ne? Ist schon kacke gelaufen für dich. Die hätte das Leben, glaube ich, gern weiter so geführt. Jetzt muss sie sich wieder um sich selber kümmern. So eine Scheiße. Abgebrochen. Ja, so, dann haben wir es jetzt aber auch gleich, ne? Da hinten noch einmal eine Ecke, dann sind wir soweit durch. Hoffe ich, glaube ich. Noch mehr Zelte, Alter. Was ist los? Oh, moin! Der ist auf den Sklaven echt ganz gut genährt, ne? Muss man aber mal sagen. Dem geht's richtig gut. Zack. Okay, okay. Gesundheit! So. Okay. Alter, da oben steht sogar eine Dame, kann das sein? Verrückt. Du solltest jetzt gehen. Da werden wir mal von Gleichberechtigung labern, ne? Hier werden sowohl Männer als auch Frauen versklavt, ne? Also ich will hier keine Klagen, will ich hier hören, ja? Sehr fortschrittlich. So, Leute, ich glaube, wir sind durch. Ein, zwei Zelte habe ich vielleicht noch übersehen, aber das ist mir jetzt dann auch egal. Okay, passt erstmal. Quicksafen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal schön nach Faring, können uns da eben eine Arena stellen. Und dann geht's aber jetzt mal ab nach Nordmar. Ja, dann gehen wir mal hier schön zum Wolfsclan und zum Hammerclan und zum Kloster. Klostermission, okay. Und zum Feuerclan. Okay, aber jetzt gehen wir erstmal schön hier nach Faring. Auf geht's. Oh, endlich raus aus der Wüste, wa? War jetzt auch lang genug. Genug Wüste fürs Erste. Tschuh. Dann können wir jetzt auch gleich ganz viel dieses wunderschöne Schneegestapel hören. Liebe das ja. Guck mal, die sind mir alle noch grün hier. Die sind auch richtig entspannt, die Boys and Girls. Die wissen nicht, was ich da in der Wüste abgezogen habe. Die wissen von nix. Von nix wissen die. Oh, mal wieder andere Musik. Herrlich. Ah. Oh. Sehr schön. Okay, dann mal auf nach oben, wa? Schön im Abend noch ein bisschen in der Arena sich im Kampf stellen. Aber erstmal gemütlich hier den Aufweg wagen, den Aufstieg. Ja. Was war das jetzt? War ein bisschen dumm jetzt. Ich bin ein bisschen zu weit hochgelaufen. Hier muss ich ja gleich erst hin. Ich schieb das mal auf meine Müdigkeit, ja? Kaffee erstmal trinken. Hm. Moin, Ali, da bist du ja wieder. Hat immer noch nicht rausgefunden, wer ihm den Ring geklaut hat, ne? Ja, ja. Wer das wohl war, du? Habe ich dem Bootsbauer eigentlich die Bootsbaupläne mitgebracht? Ich weiß gar nicht mehr. Haben wir das schon gemacht? Können wir hier mal gucken, ne? Auf der Suche nach einem perfekten Schiff? Ne, habe ich noch nicht. Können wir auch noch machen. Ach, verrückt. So. Mit wem? Wer lässt mich denn hier in der Arena kämpfen? Wer ist hier der Obermotz? Bist du das? Du? Mitch! Oh, hier, guck mal, da zeigt einer, was er kann, wa? Hier wird gedanced und so. Ja, lol, jetzt tanzt die hier rum. Was geht mit euch ab, Alter? Was? Kann mir trotzdem mal jemand sagen, wer hier der Arena-Typ ist? So, ich habe die große Arena von Morasul gewonnen. Ich habe die große Arena von Morasul gewonnen. Dann bist du wirklich ein großer Krieger. Sag ich so. Meine Kämpfer fühlen sich geehrt, sich mit dir messen zu dürfen. Okay. Ich möchte gerne in der Arena kämpfen. Ich will in der Arena kämpfen. Kämpf mit Vigo! Okay, geht los. Besiege Vigo in der Arena. Kommt der von alleine rein? Jo, Vigo macht sich bereit. So, mal gucken, ob das hier läuft. Erstmal quicksafen, man weiß ja nie, ne? Ich muss da ja wieder mit meinem Stab bei. Upala. Ich hab den Ork schlecht auch inzwischen aus Versehen verkauft. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ich hau einfach mal drauf, ne? Ups, jump, jump, da, da, da. Oh, Vigo, immer schön aufs Maul, ne? Bis du tot bist. Besiegt, besiegt. Jawollo.
her mit dem ganzen Kram. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Vigo ist besiegt, läuft bei ihm, bei mir und bei uns und also insgesamt so. Ne? So, immer noch ein kleines Schlückchen. Kaffee nachschieben. Oh, mein Kopf. Ah, kommt nichts, okay. Ich dachte, er sagt noch irgendwie, ja, hast echt gut gekämpft, Bruder. Medal on oder so. Nee. Tja, bitte den nächsten. Moin. Vigo war kein Gegner, Junge. Vigo war kein Gegner. Beim nächsten Kampf gib mir einen echten Gegner. Ja. Ich will wieder in der Arena kämpfen, wenn das okay ist für dich, ne? Ich will in der Arena kämpfen. Tukas wird kämpfen. Der Sieger hat Ehre. Für Ehre? Grüße geht raus, Alter. Na dann mal los. Ruhig mal wieder quicksafen. Man weiß ja nie. Los geht's. Jetzt kannst du zeigen, was du wert bist, Mora. Ja, Tukas, mach ich. Ich klopp dir meinen Stab einfach so richtig schön in die Fresse rein. Zack, 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 zack. Guck mal. Easy. Zwei Schlägel erhalten und 62 Gold. Er wollte sich eben richtig schön einen gönnen, wollte sich da auf der Bank setzen und sich zwei so eine Hühnerkeulen eben reinorgeln. Die habe ich ihm jetzt genommen. Und dafür hat er jetzt auch noch Kopfschmerzen. Kein guter Tag für Tukas, ich sag's euch. So, Tukas, komm schon. Oh, sag ich doch, ein bisschen Kopfschmerzen, wa? Das war's? Kein... Nix mehr, okay. Chen Mintao. Dann reden wir mal mit ihm. So, du, das war auch ziemlich einfach. Tukas war zu schwach. Du bist ein guter Kämpfer. Gegen dich zu verlieren ist keine Schande. Ja, hast du noch wen für mich? Ich bin bereit, in der Arena zu kämpfen. Du kämpfst gegen einen Menschen. Mortis ist ein starker und gefährlicher Krieger. Kämpft gut. Alles klar. Gucken wir mal. Ab geht er's. Mortis, hast Bock oder was? Geht los, Junge, geht los. Lass mal wieder quicksafen. Und los geht's. Komm her. Ja, komm. Bis jetzt bin ich ungeschlagen. Also ich habe noch nicht mal einen drauf gekriegt bis jetzt. Mortis ist ein starker Gegner. Alter, was war das denn, Mann? Mortis, Junge, da musst du aber echt noch mal ein bisschen üben. Auch der, guckt euch das an. Einen schwarzen Rover gerade am Start gehabt, ne? Wollte sich wahrscheinlich auch richtig schön auf der Bank chillen. Richtig entspannt einen durchziehen. Dann komm ich, hau ihm auf die Fresse, jetzt hat er Kopfschmerzen. Und ich habe ihm die Heiltränke sowie den Rover geklaut. Toll. Das ist auch wieder ein Scheißtag, ne? Scheiße, tut das weh. Sag ich doch. Kommt da noch was? Nee, alles klar. So, das war mal wieder irgendwie nix. Bitte den nächsten. Den nächsten, bitte. Mal gucken. Tarok, das war immer noch scheiße. Mortis ist besiegt. Jetzt bist du der stärkste Mensch in meiner Arena. Nur wenige Menschen haben es so weit geschafft wie du. Ja, cool. Dann, ich will bitte gegen den Besten antreten. Ich will gegen den Besten antreten. Du hast Mut. Du forderst Rutzer. Er wird zu dir in den Ring kommen. Wenn du diesen Kampf gewinnst, bist du mein Champion. Champion. Alles klar, dann gucke ich mal, ob ich dein Champion werden kann. Versuch mein Bestes. Ich würde gern dein Champion werden. Ja. Quicksafen. Alles geben. Auf dass ich Champion werde! Rotzlopf! Niemand besiegt mich. Das ist immer gut, wenn man so einen Kampf reinstartet. Niemand besiegt mich. Zack! Wunderbar! Wir haben in der ganzen Arena nicht ein einziges Mal Damage bekommen. Wir sind da so durchgeäumelt. Ohne Probleme. Verrückt, oder? So, komm, Rotznoff. Ich will noch was hören, wie von wegen, Borah, du bist echt gut. Oder eine Schande für meinen Clan. Meine Knochen. Okay, nee, passiert nichts. Alles klar, gut. Ja, Hahn, entspannt bleiben, bitte. Bitte entspannt bleiben. So. So, hör zu, ich bin jetzt der Heftigste hier. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Du hast meinen Respekt. Von nun an wird sich jeder in dieser Arena an deinen Taten messen. Als Gladiator hast du alles erreicht, was ein Krieger erreichen kann.
Ich bin aber gar kein Gladiator, ich bin stumpf einfach nur ein Magier, weißt du, richtig heftig. Gut, meine Lieben, das war's dann erstmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte einen Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gleich gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.